So, willkommen wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Paddle. Wir sind beim Kapitel Wasserlauf immer noch. Jetzt kommt das Level Achterbahn. Flüssigkeit ist Wasser. Die Besonderheit verdunstet bei Kontakt mit Feuer, klar. Tipp, vermeide Verbrennungen, indem du dich langsam vorwärts bewegst. Lies die Warnschilder, um Hilfe zu erhalten. Okay. Wir gehen rein. Und sammeln uns erstmal hier. So, jetzt geht's los. Ich gehe mal ein bisschen mit Speed hier rein. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Da können wir eigentlich schon fast wieder von vorne anfangen. Ist mein Empfinden gerade. Na, es geht noch. Okay. Also, jetzt da Warnschild Feuer. Naja, das haben sie also mit langsam gemeint. So, sammeln wir uns da wieder. Hier geht langsam nicht. So, oh, das war nicht gut. Ah, es geht doch noch. Da kommt wieder Feuer. Also sammeln wir uns. Neuer Versuch. Ah, noch nicht schlecht. Nicht schlecht. So, spring. Na, Igor. Ja, perfekt. Hat da funktioniert. Sehr gut. So, wieder Hinweis, dass Feuer da kommt. Da müssen wir irgendwie so gechillt lang springen. Aha! Da bin ich direkt ins Feuer geschoben. Hat scheinbar trotzdem geklappt. Oh, das kostet uns richtig viel. Ob das reicht, ich weiß es nicht. So, langsam. Und Exit. Es hat scheinbar gereicht, wir haben es noch hingekriegt. Wie lange haben wir gebraucht? Ach, gute 2 Minuten. Neuer Rekord. Sehr, sehr cool. Joa, würde sagen, bis zur nächsten Folge von Let's Play Paddle. Bis dahin.